Und damit willkommen zurück, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englodum, zu einem neuen Powered Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX mit dem Zwergenfürst. Den ersten Part in 2021, im ersten Mystery Dungeon 2021 Part. Willkommen im neuen Let's Play Yard. Im neuen Let's Play Yard 2021. Ich wollte gerade fast sagen, wir beginnen mit Mystery Dungeon, aber das ist falsch. Wenn ich das im Kopf habe, kommt das am 6. Januar. Wir sind schon im Januar. 6. Januar 2021. Dezember wäre ein bisschen lange. Das wäre eine heftige Vorproduktion. Ja. Frohes neues Jahr an alle, die jetzt noch nicht irgendwie, die es bis zum 6. nicht geschafft haben, irgendwie jetzt erst das erste Video gucken, die Creativeverse verpasst haben am 1. und 5, 6, wahrscheinlich 10 weitere Videos kommt jetzt immer noch Doppel-Upload. 18 Uhr kommt der Pumpkin Jack, obwohl jetzt am 6. es sollte Little Miss Fortune kommt, glaube ich, gerade, wenn mich nicht alles täuscht, ist jetzt Little Miss Fortune dran. 18 Uhr. 1. und 2. war noch Pumpkin Jack. Das waren die letzten zwei Parts, die noch von 2020 rübergenommen wurden. Am 3. läuft jetzt, glaube ich, Little Miss Fortune. Heißt. 4. 5. Part 4 müsste eure. Part 3 oder Part 4, wenn ich mich nicht verzählt habe. Müsstet ihr heute haben. Müssten noch heute kommen. Das ist ja jetzt für mich jetzt 14 Uhr. Das ist jetzt gut. Hier erstmal Mystery Dungeon. So, E3. Und wir sind schon massiv geschwächt. Und ich bin schon rot. Das ist ja super. Ja, es geht ja prima los. Jetzt bin ich mit Mordi hier unterwegs. Auf E2. Also, das ist, ich meine, wir sind hier im Himmelsturm. Es wird bestimmt mehr als 3 Ebenen haben. Ich rechne mal so mit 25, wenn ich mich sogar mehr. 25 bis 30. Ich meine, das ist der fucking Himmelsturm, das ist. Im Bleber haben wir natürlich keine mit. Das wird ja herrlich. Der Bosskampf auf der Spitze, das wird dann wieder so ein Part. Wir werden wahrscheinlich diesen Part jetzt erstmal verbringen, durch die Dungeons zu laufen. Das wird jetzt hier auf heute noch zur Spitze kommen. Ist nicht gesagt. Schauen wir mal. Gibt erstmal wieder eine Zwischenebene. Eine Ausruhebene. Auf E20 oder so ist erstmal eine Zwischenebene und dann noch 5 weitere. So wie üblich beim Mystery Dungeon. Joa. Das ist doch hier schon eins der finalen Dungeons. Es gibt dann noch eine Afterstory, ich weiß. Oh Kacke, alle sind tot. Ach, das ist jetzt hier, hatten wir ja im letzten Part. 2020 im letzten Part. Im Dezember. Ja, die Story mit dem. Mit dem Kometen, der auf die Erde rast. Dafür steigen wir jetzt in den Himmelsturm hoch. Kurz Recap. Xatu auf der. Spitze, irgendwie eine Spitze von dem Berg, der den Kometen runterkommen hat sehen. Wir haben uns jetzt in den Himmelsturm teleportiert und wir müssen jetzt mal wieder die Welt retten. Den Kometen aufhalten. Wir suchen jetzt Rayquaza aus, der uns hoffentlich weiterhelfen kann. Den Kometen aufhält. Ich bin geliefert. Oder auch nicht. Und gleich der nächste Gegner. Ich hätte doch hier nicht mehr lange aus. Oh Mann. Prof alleine hier im Dungeon unterwegs. Es konnte ja nichts werden. Starten wir von vorne. An der Fußspitze. Am nächsten Morgen. Ach so, starten wir eine Höhle. Da müssen wir nochmal.
Machen wir nochmal die Teleportation oder was? Dann können wir direkt rein starten in den Dungeon. Die Story nochmal durchgehen oder was? Morgen, mit jeder Minute, die verstreicht, kommt der Meteorit näher. Der Mistrum ist alles andere als wolkenweich. Aber das wird uns nicht aufhalten. Geben wir unser Bestes, Zweige. Ja, du brauchst jetzt mit deinen Aufträgen auch nicht mehr zu kommen, Pelipa. Es ist jetzt hier... Ich meine... Wir haben jetzt hier eine wichtigere Mission. Wir müssen jetzt mal hier... Wo ist denn der Himmelspalast? Himmelsturm. Auf geht's, aufbrechen, aber nichts los. Mit ein bisschen Konzentration kommen wir vielleicht ein bisschen weiter voran. So, da wären wir wieder. Wir sind zurück in den Wolken. Jetzt müssen wir uns nur noch... Wir müssen nur noch die Spitze des Turms erreichen. Auf geht's. Nur noch. Die Landschaft hier in den Zwischenszenen sieht wunderbar aus. Himmelsturm. E1. Ich komme jetzt mal ein bisschen weiter. So, Treppenfinn heißt es wieder. Und dabei auch noch überleben. Also die brauchen schon 3 Schläge. Sind starke Pokémon hier. Und Rayquaza wird auch nicht so leicht zu besiegen sein. Da brauchen wir wieder jede Menge Glück. Oder Beleber, die wir irgendwo herkriegen. Ich weiß nicht, woher wir die nehmen sollen. Weil die Codes habe ich auch alle schon benutzt. Die es zu finden gibt. Es ist da wirklich... Vielleicht kann ich mit Glimanda irgendwie wieder abtakten. Von weiter Ferne angreifen. Ist damit zu rechnen, dass der mit uns kämpfen will. Rayquaza. Das Wesen auf dem All. Oder nicht. Lässt uns einfach so gewähren. Ah, ich glaube nicht. Wir kennen doch Mystery Dungeon. Die Pokémon kämpfen erst mit uns, bevor sie uns helfen. So muss das sein. Sofortige Hilfe gibt es da nicht. Außer von Xatu. Xatu hat uns super geholfen, ohne gegen uns zu kämpfen. Ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, gegen den gekämpft zu haben hier im Spiel. Der hat uns bedingungslos geholfen. Und da irre ich mich da. Ja, die Attacken von Glimanda sind schon ordentlich stark. Das kann sich schon sehen lassen. So ist es nicht. So, da ist die Treppe. Na komm. Am besten ohne den anderen zu wecken. Ah, und da ist er wach. Ist schon... Oh nein, Mordi, nicht schön. Wir sind wieder auf Ebene 3. Wie soll denn das was werden? Wenn wir hier schon alle drauf gehen. Auf Ebene 3. Da kommen wir noch nie zu Ende. Na komm. Jetzt kill den uns. Weiter hier. Da braucht ja 5 Liebe. Das ist ja... E4. Wir sind noch lange nicht oben. Das ist ein riesig großer Turm. Der muss schon mindestens 20 Ebenen haben. Unter 20 Ebenen, das ist nicht glaubhaft. Das muss schon wirklich, also 20 Ebenen Minimum, wenn nicht 30. 40 glaube ich nicht, aber 20 bis 30 hat das schon. Das ist wirklich, wie gesagt, ich vermute, wieder 20 Ebenen, dann nochmal eine Zwischenebene, wo man speichern kann, und dann nochmal 5 Oberebenen. Und das nochmal so besonders wolkig wird. So ist es üblich für Mystery Dungeon. Jetzt müssen wir hier erstmal durchkommen. Oha, Prof ist schon am Ende seiner Kräfte. Ich auch. Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Prof hält's durch. Ich muss leider fliehen. Oh nein, Prof. Er hat es nicht durchgehalten. Und ich halt auch gleich nicht mehr lange durch. Geh sterben. Sehr gut. Zu E5. Ich muss mal ein bisschen sprinten, um mich zu heilen. Verdammte. E6 erst. Es dauert noch ein bisschen, bis wir oben sind. Oha, Hagelsturm.
nicht gut. Das bringt Schaden bei jedem Schritt. Zumindest für mein Feuer. Für mich als Feuer-Pokémon. Oh wei, wie lange werden wir das hier wohl noch überleben? Gegen Hagel und so. Das ist schlecht. Oh wei, ja. Schnell die Treppe finden. Ist dort hinten. Oh nein, jetzt uns fertig. Erledigt haben wir's. Wir sind noch zu schwach. Nee, jetzt habe ich falschen Knopf gedrückt. Lass alle Hoffnung fahren. Ja. Versuch Nummer 3. Ebene 6 war das jetzt, glaube ich. Sind wir schon ein bisschen weitergekommen. Stück für Stück. Und werden immer besser. Ja, wie gewohnt. Irgendwann schaffen wir es. Es wird wahrscheinlich wieder eine Offscreen-Sache. Weil die wahrscheinlich nach diesem Part hier wieder... Oha. Da hat die Kamera gerade wieder nicht fokussiert. Das war aber heftig hier. Sorry dafür. Der Pelipper schon wieder. Nein, nicht die Illusionshöhle. Im Mistturm. Da seht ihr, wie groß der Ring der ist. Also auf E6, da sind wir noch nicht mal durch den ersten Ring dort. Dort seht ihr nicht mal, noch nicht mal durch den ersten Wolkenring. Das ist halt, das ist... Ja. Mal sehen, wie weit wir es jetzt schaffen. Im Mistturm E1. Und da ist schon der erste Gegner, der von Moli eiskalt ausgeschaltet wird. Oh nein. Eine Bombenfalle. Das ist schlecht, wenn wir jetzt hier schon geschadet sind. Oh, Kacke. Level up für wen? Level Aufstieg für Prof. Er ist nötig. Es ist Level 35, oh Mann. Das ist schlecht. Solche Fallen sind immer schlecht. Was liegen denn hier so viele Fallen rum? Das ist doch hier nicht wahr. Modi sammelt Geld ein. So. Dann mal hier lang. Können wir auch mal ein bisschen systematisch machen. Ich glaube nicht, dass hier schon was ist, aber... Oh, doch, da ist schon die Treppe. Ich wäre jetzt weitergegangen. Gut, dass wir hier mal nachgeguckt haben. 100 hat er ausgehalten. E2. Oh Mann. Und er greift uns da an. In der Ferne. Oh Kacke. Lockduft ist nicht gut. Falls das Lockduft war. Ich lese das nicht so aufmerksam. Ich lock die alle zu uns her. Itemsperre, ja. Gut, haben wir eh nicht mit. Wir haben eh keine Items. Soll mir egal sein. Und das mit dem Hagelkörner ist dann schon ein bisschen lästig. Nein! Zweig ist tot. Mit Modi weiter also. Auf E2. Ach du Schande. Totaler Fehl hier. Mistturm. Ja, haben wir es auch solche Parts geben. Schade, dass das Jahr damit beginnt. Das Jahr beginnt damit ja nicht, aber dass der erste Part im Jahr dann so aussieht. Aber so ist. Muss ja. Kann man nicht ändern. Hätte auch gern Bossfight gehabt in diesem Jahr. Da hätte ich im letzten Jahr noch ein paar Parts machen müssen. Aber gut. Im nächsten Part wahrscheinlich dann, wenn ich da offscreen ein bisschen dran gearbeitet habe. Wir müssen hier keine zwei vollen Parts haben, wie ich ja am Himmelsturm verzweifle. Ja, da sterben sie alle. Nach 3. Irgendwie geht das schon. Irgendwie kommt man da voran.
Irgendwie habe ich es bisher mal geschafft. Braucht aber halt 50 Anläufe. Es braucht aber 50 Versuche, bis wir da irgendwie vorankommen. Oh Kacke. Flieht, ihr Narren. Oh Kacke, ich bin doch am Arsch. Auf der Treppe zu E6. Gut, dann sterbe ich wenigstens auf E6. Achso, ja gut. Schaffe noch einen Part heute. Schaffe noch einen Versuch heute. Ja, so schnell. So früh wir gestorben sind auf Ebene 6, auf Ebene 2, auf Ebene 4. Das ist jetzt hier. Ich weiß nicht. Am nächsten Morgen. Ja, wie langsam doch die Zeit vergeht, wenn man keinen Spaß hat. Ja, machen wir noch ein bisschen weiter. Machen wir noch 5-6 Versuche heute. Wir versuchen noch ein bisschen voranzukommen. Ja, der Briefkasten ist voll. Da passt nichts mehr drin. Ich werde es auch nicht mehr. Wir könnten jetzt noch ein bisschen Training machen, aber ja, Pustekuchen. Irgendwie schaffen wir es doch. Das Team ist halt unterlevelt, aber es ist halt, seid ihr doch gewohnt. Wer guckt mal Let's Plays auf meinem Kanal guckt, auch die Hauptedition, das ist, der kennt das. Das ist unterlevelte Pokémon, das gehört mit zum guten Ton bei mir bei meinen Let's Plays. Das ist ja, ihr werdet enttäuscht, wenn ich mal gut gelevelte Pokémon hätte. Das ist ja nicht mehr, das gehört bei mir zum Let's Play mit dazu. Das ist, die Pokémon Weiß Edition musste ich abbrechen, weil ich die Top 4 nicht geschafft habe. Da waren neuen Pokémon zu schlecht für die Top 4. Zu schwach. Zu doll unterlevelt. Das gehört einfach. Das ist einfach guter Umgangston mittlerweile. Also wenn ich ein neues Let's Play starte. Das Pokémon Let's Play starte. Also es ist mindestens 20 Level unter dem Gegner Pokémon. Das ist wirklich. Das ist so 15, 20 Level unter dem Gegner Pokémon. Hoffnungslos unterlegen und irgendwie schaffen wir es dann doch immer. Meistens. Bis auf wenige Ausnahmen. Nach etlichen Versuchen schaffen wir es dann doch irgendwie durch Glück. Mehr Glück als Skill. Schaffen wir es dann doch irgendwie. So mit einem KP des letzten Pokémons dann noch irgendwie. Also wirklich kurz vor knapp dann noch. Beim 55. Versuch. Den Gegner zu besiegen. Vertraue da auf mein Glück. Dass dann irgendwann doch alles genauso passt, dass ich dann mit dem letzten KP dann noch durchkomme. Ist dann. Jetzt pennt er hier mitten auf der Straße ein. Das ist ja hier. Jetzt greift auch noch Molly an. Alles klar. So weiter geht's. Auf zur nächsten Treppe. Lassen wir uns doch hier nicht von einfachen Monstern aufhalten. Ja, sind Monster. Pocket Monsters. Pokémon. Lass ihn schlafen, Molly. So, weiter geht's. Und Zwergi verwirrt. Ich versuche es mal oben. Oder auch hier. Hätten wir lieber nach rechts gehen sollen. Na komm, Modi, greif mit an. Gemeinsam schaffen wir das viel leichter. Sehr schön. Und weiter geht's. Hier, wo alle Monster sind. Da gibt es dort einen Raum mit der Treppe. Ich habe früher mal gedacht, dass die Monster von der Treppe auskommen, dass die alle am Anfang um die Treppe herumstehen und es dann erst auf die Suche nach uns machen. Dass man halt den Monstern folgen sollte. Da, wo die meisten Monster herkommen, da ist dann die Treppe. Manchmal stimmt das. Also ist jetzt nicht wirklich das
das ausschlaggebende Argument, wo man nachsuchen müsste. Also es ist, bringt jetzt nicht wirklich immer nach den meisten Pokémon zu suchen. So ist das nämlich nicht. Die sind quer verteilt durch das ganze, durch den ganzen Raum. Früher hätte ich dann einfach als Pokémon Blau, das ist ja das Remake zu Pokémon Blau und Rot, als Pokémon Blau gespielt, hätte ich jetzt da unten rechts gesucht, wenn dort die meisten Pokémon sind, weil die daherkommen. Doch die versammeln sich dort einfach. Und riechen uns dann und gehen dann hier. Gehen dann auf die Suche, so habe ich mir das vorgestellt. Mit meinen 12, 13 Jahren. Manchmal kann es sein, dass jetzt sind wir hier unten rechts in dem Raum, wo ich hingegangen wäre. Wo ich die Tür vor, wo ich die Leiter, wo ich die Treppe erwartet hätte. Manchmal stimmt's, aber das ist dann Zufall, das ist halt ja, Treppen sind halt nach Zufall verlegt. Ja, hier links, links in dem Raum ist es E4 erst. Ich glaube, ich gehe kaputt. Und der Prof ist schon tot. Und Zweig ist tot. Let's fail heute, haben wir heute Let's fail. Mal sehen, wie weit wir hier mit Modi noch kommen. Nee, 4 sind wir erst. Ich fliege mal nach oben hier. Oh, da ist die Treppe nach oben, fliegen wir richtig. Oh, von vorne und von hinten. Ich werde hier gleich angekesselt. Und getötet. Kurz vor der Treppe zu E5. Und jetzt habe ich wieder den falschen Button gedrückt. So, das ist alle Hoffnung fahren. Ja, weiter geht's. Keine Freundesrettung. Das habe ich einmal im Let's Play gemacht. Das habe ich mal mit einem. Da hat mir ein Zuschauer mal geholfen. Das habe ich mal gezeigt im Let's Play. In einem früheren Part, als wir auf der Flucht waren. Da habe ich mal Hilfe angenommen. Das macht hier keinen Sinn. Ich werde das Offscreen einige Male machen. Ja, der Himmelsturm, der Komet, ich weiß. Philippa bringt keine Post mehr, weil der Briefkasten voll ist. Sehr schön. So, next try. Ich habe aufgehört zu zählen, wie vielen Versuche wir sind. So, auf geht's. Wir müssen die Spitze des Turms erreichen. Es dauert noch ein paar Stunden. Tage, Wochen. Monate. Wer weiß, wann der nächste Mystery Dungeon Part kommt. Ja. Ist erst professionell bei mir hier. Richtig professionelle Parts hier. Prof lässt sich hier besiegen. Noch nicht. Oh, da ist die Treppe. Ich glaube, wir sollten mal kämpfen. Sehr gut. Moni sammelt Geld. Ich lasse ihn aber nicht. E2. Hinter dir, Prof. Oha. Na komm. Weiter geht's. Und schon ist Zwei tot. Oh weia. Eigentlich bräuchte man hier mal ein paar Sinnebeeren. Ein paar Belebersamen. Das ist ja für ein finales Level. Ich weiß nicht, ob es das finale Level ist, aber eins der finalen Level auf jeden Fall. Der Mistdruck. Das ist schon, sieht schon sehr final aus. Und so bräuchten wir vielleicht mal ein paar Items. Das wäre jetzt nicht ganz schlecht. Aber wir versuchen es ohne Items. Na, Items sind hier schwer zu bekommen. Es gibt ein paar Cheat-Codes. Na, was heißt Cheat? Ist jetzt nicht wirklich Cheat. Und dann gibt es ein paar Codes für Items. Die sind hier so von den Entwicklern bereitgelegte Geschenke holen. Ist durchaus nicht unmöglich, aber das habe ich halt bei der Flucht schon. Und das letzte. Ich habe es bei der Flucht schon benutzt und jetzt das in E2 geschafft. Ach du Scheiße.
Und dann, ja, das letzte habe ich dann, letzten paar Items habe ich dann halt beim Kampf gegen Groudon, bei dem auch was hoppel wird. Man könnte jetzt hoffen, dass man durch einige Zwischendinger, also dass man jetzt hier den Briefkasten leert, da ein paar Missionen macht und da ein paar. Es gibt es ja, dass man da ein paar Belebersamen und Sinnebeeren sammelt, auch in den Dungeons, die man macht. Und als Belohnung dann auch noch welche kriegt. Also das ist ja nicht unmöglich. Auf zur Spitze. Einen Versuch schaffen wir heute doch, oder? Ein oder zwei, ja. Versuchen wir mal vielleicht zum Schluss mal hier. Bisschen weiter. E6 war glaube ich bisher Rekord, wenn ich nicht komplett falsch liege. Jetzt gerade auf einmal. Einer gegen zwei. Schaffe ich aber schon sehr gut. So ein bisschen Konzentration geht das auch hier. Ich werde das morgen und übermorgen und irgendwie so mal, werde ich noch ein bisschen spielen. Offscreen ein bisschen versuchen starten. Das war dann vielleicht im nächsten Part. So eine Zwischenebene, naja, das glaube ich noch nicht, aber mal schauen, wo wir das nächste Mal starten. Bei E6 oder so. Mal schauen, wie wir es heute schaffen. Gerade sind wir bei E2. Ja, schauen wir mal, wie ich das mache. Bevor ich jetzt hier 5 Parts im Himmelsturm auf E2 und E3 und E4 sterbe, das bringt dann euch nicht viel. Schneide ich es euch lieber so, dass wir dann beim nächsten Save Point in der Zwischenebene dann auf meinetwegen E20 dann uns wieder sehen. So schön ist das, so schön sind die Ebenen. Das ist auch jetzt nicht, dass man die unbedingt zeigen müsste. Sehen ja alle ungefähr gleich aus. Das hat anders aufgeräumt, die Räume, das ist anders gezeigt. Und mit anderer Anordnung, die Treppen sind immer woanders. Und wenn ihr die einzelnen Ebenen sehen wollt, dann müsst ihr das selbst kaufen und selbst spielen. Das ist, ich meine, das ist eh spannender für euch, das selbst zu spielen. Ich meine, ich nehme da euch auch nicht viel weg. Das ist eigentlich. Die Ebenen und die einzelnen Ebenen sind das Uninteressanteste am Spiel. Das ist halt nur interessant, wenn ich da auch was schaffe. Also wenn ich dann insofern halt es auch für möglich, dass man das dann, schauen wir mal, ob ich da auch noch weiterkomme offscreen. Dass ich, wenn ich offscreen weiterkomme, dass wir dann halt im nächsten Part weiter höher starten. So, vielleicht im nächsten Part den Bosskampf machen, da habe ich, das haben wir ein bisschen Content. Versteht ihr? Oh, eine Sinnebeere. Das kann ich sehr gebrauchen. So, im nächsten Part die Spitze haben. Was? Doch die Spitze. Ein Lahmorb. Ja, was diese Orbs mir bringen. Ich glaube, bei Groudon im Kampf habe ich auch mal ein, zwei Orbs benutzt. Beleber-Orbs und so weiter. Und Raum-Orbs und so. Hat schon was gemacht. An dem Blödsinn müssen wir hier nicht nochmal machen. Von E1 aus starten, dann bei E5 oder 6 sterben. Momentan sieht es gut aus. Und noch. Gerade läuft noch gut. Ich bin auf E5. Noch bin ich nicht gestorben. Vielleicht kommen wir jetzt vielleicht sogar weiter als E6 oder E7. Ein bisschen weiter kommen wir vielleicht jetzt. Wenn wir uns jetzt nicht besiegen lassen. Alle gemeinsam mal angreifen. Diese Raumangriffe sind auch viel wert. Batterieleistung lässt nach, ich weiß. Und auf jeden Gegner aufpassen. Auf jeden.
Flammenwurf und Drachen Dingens. Das sind sehr wertvolle Attacken. So, E60, komm mal. Aha. Typ Feuer wird gestärkt. So, na komm, O7. Und weitergehen. E7. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Mit allen dreien, das ist bisherige Rekord. Ist doch, läuft gut. Können wir mal kurz darüber reden, dass, wie heißt das Pokémon, Lunastein oder Sonnen- und Mondstein-Pokémon. Oh, Level 41 für Mordi. Sehr gut. Prof braucht auch mal wieder neue Levels. Aber jetzt kriegen wir wieder Schaden. Man hat KP knapp halt bemerkt. Zwei geheilen. Na, warum nicht? Wir werden hier angegriffen. Na komm, Attacke. Nein. Prof. Nein, Zwergi. So, weiter hier. Die nächste Treppe finden. Jetzt kriegen wir in jeder Runde Schaden. Nicht in jeder, aber... Oha. Sieht schlimm aus. 12.5. Zur Licht. 12.5 ist die Weiterentwicklung. Oha, nicht sterben. Leute. Der Prof ist schon tot. Zwergi ist auch schon tot. Oh nein. Jetzt werden wir hier noch angegriffen. Auf E7. Oh wei. Na gut, das sieht nach einer Offscreen-Sache aus. Da muss ich mich wirklich mal Offscreen noch ein bisschen anpacken. Abenteuer erbrechen. Ja, sorry, dass das heute so ein bisschen unbefriedigender Part war. Modif wurde durch die Attacke unheilbürend von Maskeregen im Dungeon Himmelstraum ohnmächtig. So sieht's aus. Ja gut, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Part, dann will ich den Part auch hier beenden. Das ist hoffentlich schon lang genug. Sehen wir uns im nächsten Part dann auf irgendeiner Zwischenebene wieder. Wahrscheinlich. Schauen wir mal. Bis dahin. Haut darin. Ciao, ciao.